Der Hamann Automat 300 war von 1953 bis 1959 im Handel. Er kostete 1958 1980 D-Mark. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, dem Hamann Automaten S und dem Hamann Automaten T, besitzt der Automat 300 keine vollautomatische Multiplikation mehr. Das ist nur scheinbar eine Einschränkung und ein technischer Rückschritt, denn dieser Nachteil wurde bei weitem kompensiert durch zwei neue Features. Das eine ist die reduzierte Dezimaltastatur, die ein schnelles Blindeingeben von Zahlenwerten ermöglicht. Und was weitaus wichtiger war, war die doppelte Rückübertragung, mit der Produkte aus dem Akkumulator direkt ins Eingabewerk zurückübertragen werden können, genauso wie Quotienten, die Ergebnisse von Divisionen aus dem Umdrehungszählwerk ebenfalls zurückübertragen werden können. Um die Vorteile dieser neuen Möglichkeiten zu zeigen, hat die Firma Hamann im Jahr 1958 eine Anzeige geschaltet, in der eine Beispielsrechnung aus dem kaufmännischen Bereich demonstriert wird. Eine typische Faktura. Ein Einzelpreis wird mit einer Stückzahl multipliziert, das gibt eine Nettosumme und jetzt werden verschiedene Prozentrechnungen auf diese Nettosumme angewandt. Zunächst wird ein 12-prozentiger Teuerungszuschlag dazugerechnet. Von der so errechneten Zwischensumme wird dann wieder 15% Rabatt abgezogen, noch einmal 3% Skonto. Und auf diese so errechnete Bruttosumme werden dann hinten noch Verpackung und Porto dazu gerechnet. Wichtig bei dieser ganzen Rechnerei ist, dass die Fakturistin jeweils die einzelnen Zahlen an der Maschine ablesen kann, denn die müssen natürlich von Hand in das Rechnungsformular, das mit Schreibmaschine ausgefüllt wird, eingetragen werden. Die Rechnung beginnt damit, dass ich zunächst die Maschine lösche. Das kann mit einem Tastendruck, ich kann die beiden Tasten gleichzeitig betätigen, geschehen. Jetzt ist die Maschine gelöscht und ich gebe zunächst den Einzelpreis ein. 16,32 Mark. Komma wird bei Festpunktrechnungen nicht extra mit eingegeben. Es wird markiert durch diese Schieber. Dieser Schieber trennt die D-Mark von den Pfennigen. Im Ergebnis genauso D-Mark und Pfennige und im Umdrehungszählwerk, da habe ich die Prozente, die ebenfalls durch diesen Schieber abgeteilt werden. Zunächst wird jetzt die Nettosumme mit einer halbautomatischen Multiplikation gerechnet. Es wird einfach stellenweise so oft die Addition wiederholt, wie es dem Faktor entspricht. Dann wird der Wagen verschoben, die nächste Stelle eingegeben. Im Prinzip sieht man, dass diese halbautomatische Multiplikation sogar viel schneller vor sich geht wie die vollautomatische Multiplikation, denn Rechnen und Zahleneingabe passiert bei dieser Rechnerei in einem Zug. Ich habe nicht die Zweiteilung Eingabe des Faktors und danach Ausführung der Rechnung, sondern das passiert in einem Durchgang. Ich muss jetzt die Verschieberei rückgängig machen, die während der Multiplikation aufgetreten ist und will mit diesem Nettobetrag jetzt weiterrechnen. Das heißt, ich übertrage ihn ins Eingabewerk. Jetzt steht der Nettobetrag im Eingabewerk. Gleichzeitig wurden die beiden Werke da unten gelöscht und ich berechne jetzt 12% Teuerungszuschlag. Wieder mit der halbautomatischen Multiplikation. Und habe jetzt hier 636 Mark und 48 Pfennige als Teuerungszuschlag. Zu beachten ist, wenn ich zwei Festkommazahlen mit jeweils zwei Nachkommastellen miteinander multipliziere, dann enthält das Ergebnis vier Nachkommastellen. Ich brauche natürlich nur die zwei Nachkommastellen für die Pfennige. Das heißt, im Lauf der Rechnung werden die bei den Multiplikationen entstehenden zusätzlichen Stellen abgestrichen, wie das damals im Jargon hieß. Ich muss jetzt diesen Teuerungszuschlag und den Nettobetrag addieren. Das mache ich, indem ich jetzt noch eine Addition durchführe.
habe im Umdrehungszählwerk jetzt 112 stehen. Das heißt, letztlich habe ich den Nettobetrag mit dem Faktor 1,12 multipliziert und habe jetzt damit den Bruttobetrag. Mit dem will ich wieder weiterrechnen. Wieder greift die automatische Rückübertragung. Eingabewerk löschen, rückübertragen und jetzt erfolgt die Stellenabstreichung, indem ich den Wagen unten wieder zwei Stellen nach links verschiebe und jetzt kann ich die 15% Rabatt berechnen. 15% Rabatt von der vorher berechneten Bruttosumme sind 891 Mark und 7 Pfennige. Die Zehntels- und Hundertstelpfennige lasse ich unter den Tisch fallen und will diesen Rabatt jetzt von der Bruttosumme subtrahieren. Das kann die Maschine so nicht, sondern ich subtrahiere zunächst die Bruttosumme vom Rabatt. Da die Bruttosumme größer ist wie der Rabatt, werde ich jetzt ein negatives Ergebnis zunächst haben. Mithilfe der Rückübertragung ist es sehr einfach, dieses negative Ergebnis, das man an den ganzen Neunen hier erkennt, zu rekomplementieren. Ich lösche wieder das Eingabewerk, übertrage dieses negative Ergebnis ins Eingabewerk zurück, streiche die zwei Stellen ab, subtrahiere und habe damit die negative Zahl rekomplementiert. Und weil ich mit der wieder weiterrechnen will, erneute Rückübertragung ins Eingabewerk und jetzt kann ich 3% Skonto berechnen. 3% Skonto sind 151 Mark und 48 Pfennige. Auch hier wird bei der Subtraktion des größeren Betrages vom kleineren Betrag zunächst eine negative Zahl dabei herauskommen. Auch die wird jetzt hier wieder rekomplementiert in der bekannten Weise. Stellen abstreichen. Jetzt habe ich hier die endgültige Bruttosumme, zu der kann ich jetzt direkt 4,75 Mark Verpackung und 2,80 Mark Porto dazu addieren. Kriege jetzt hier das Ergebnis 4.905 Mark und 48 Pfennige und habe jetzt also genau das, was in dieser Rechnung gezeigt wurde, nachvollzogen. Noch eine kleine Anmerkung. In der Anzeige steht, dass man diese Rechnung in 25 Sekunden Rechenzeit durchführen könnte. Da ist natürlich das Ablesen der Zwischenresultate, die jedes Mal im Werk der Maschine erscheinen, nicht mit drin. Ich habe das selber mal ausprobiert und habe das leider nur in 50 Sekunden hingekriegt.